Hallo Herr Müller, der Autokorso von 400 Autos mit pro-russischen Demonstranten in Berlin schlägt immer noch hohe Wellen im politischen Leben Berlins. Ausgerechnet am Tag des Bekanntwerdens schlimmster Kriegsverbrechen durch Russen in der Ukraine rollten Hunderte von nationalistischen Putin-Versteher stundenlang und ungehindert durch die Hauptstadt. Die Polizei erklärte unter Hinweis auf das Demonstrationsrecht, sie hätte nichts machen können. Die Innensenatorin ist in dieser Frage abgetaucht. Der ukrainische Botschafter kritisierte zu Recht diesen Autokorso der Schande. Und was tat die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey? Sie erklärte nachträglich, sie habe Verständnis für die Kritik des ukrainischen Botschafters. Offen bleibt die Frage, warum es nicht einmal einen Verbotsversuch durch die Polizei gab. Oder hätte die Polizei nicht wenigstens eine andere Route oder Verkehrskontrollen vornehmen können? Oder. Auch an anderer Stelle macht Berlins Innensenatorin Spranger kein gutes Bild. So gerät ihre Idee einer Polizeiwache am und über den Kotti immer mehr in die Kritik. Nicht nur, weil diese Wache frühestens Ende 22, Anfang 23 kommt. Kritisiert wird auch die geplante Einrichtung im ersten Stock des neuen Kreuzberger Zentrums NKZ, also über den Cottbusser Tor quasi freischwebend. Neben der Kostenfrage ist auch die Personalfrage der rund um die Uhr geplanten Wache nicht geklärt. Berlins innere Sicherheit könnte noch besser werden. Wie die jetzt vorgelegte polizeiliche Kriminalstatistik für Deutschland belegt, ist Berlin unverändert das Bundesland mit der höchsten Kriminalitätsdichte. Als Vergleichszahl nennen die Statistiker die Häufigkeit von Straftaten bezogen auf 100.000 Einwohner. Absoluter Spitzenreiter mit 13.158 Straftaten auf 100.000 Einwohner ist Berlin, gefolgt von Bremen mit 11.169 und Hamburg mit 10.062. Geradezu paradiesisch mutet die Kriminalitätsquote von 4.138 in Bayern oder 4.380 in Baden-Württemberg an. Mit anderen Worten, in Berlin lebt man am gefährlichsten. Mehr als dreimal so gefährlich wie in Bayern. Immerhin, pandemiebedingt sank die Zahl der Wohnungseinbrüche bundesweit um 27,7%. Rücksichtslos agierte in dieser Woche die Berliner Lehrergewerkschaft GEW. Ausgerechnet an Abiturtagen streikte sie trotz des Protestes von Schülern, Eltern und Schulleiterverbänden. In ungeahnter Rücksichtslosigkeit wurde hier gegen die betroffenen Schülerinnen und Schüler gestreikt. Die betroffene Gewerkschaft war gegen keinerlei Argument zugänglich und weigerte sich, ihren Streik zu verschieben. Am Donnerstag streikten dann etwa 3.000 Lehrkräfte für kleinere Klassen. Der Ausstand am Tag von Abiturprüfung, aber auch angesichts der pandemiebedingten Bildungsdefizite und der Integration von ukrainischen Schülern stößt weiterhin auf heftige Kritik. So erklärten mehrere Funktionäre und Mitglieder der GEW ihren Austritt. So die langjährige und frühere Bildungssenatorin Sibylle Volkholz und die Vorsitzende der GEW-Schulleitervereinigung Gunilla Neukirchen. Heftigen Protest gibt es weiterhin aus der Berliner Schullandschaft gegen die beabsichtigte Einsparung von 65 Millionen im Bildungsetat der Schulen. Die bisherigen Selbstbewirtschaftungsmittel von durchschnittlich 30.000 Euro pro Schule werden auf rund 3.000 Euro runtergekürzt. Schule in Eigenverantwortung wird zur Farce. Während bei den Schulen 65 Millionen gespart werden, lässt sich der Staat bzw. das Land Berlin durch Abrechnungsbetrug von sogenannten Corona-Betrügern um geschätzte mindestens 24 Millionen Euro abzocken. Selbst das Geld, das auf der Straße liegt, wird nicht eingesammelt. So werden etliche Millionen in der Parkraumbewirtschaftung nicht kassiert, weil in den Bezirken nicht mal die Hälfte des nötigen Personals vorhanden ist. Personal fehlt überall. Wo bleiben die Ideen, diesen Missstand zu ändern? An der Stelle wird einmal mehr die Unfähigkeit von Land und Bezirken bestätigt.
Berlin hat nicht nur ein Ausgabe-, sondern auch ein Einnahmeproblem. Alarm schlagen jetzt die Bezirke, weil offenbar im Rahmen der Schulbauoffensive des Senats rund 300 Millionen Euro fehlen. So fehlen alleine für die ambitionierten Compartmentschulen alleine in 2023 160 Millionen Euro. In der rot-grün-roten Koalition heißt es dazu, man wolle das Geld aus der, wie man es nennt, laufenden Haushaltswirtschaft aufbringen. Ob das gelingt, steht in den Sternen. Für die dringend benötigten mobilen Ergänzungsbauten, MEBs, fehlen nochmal 120 Millionen. Die Berliner Behörden haben mit Papiermangel und steigenden Preisen zu kämpfen. Bei der Berliner Polizei wurden jetzt die Mitarbeiter intern aufgefordert, künftig beidseitig zu bedrucken bzw. die Zahl der Ausdrucke zu verringern. Besonders dramatisch ist wohl die Papierlage bei Briefumschlägen. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und der Rohstoffverknappung von Recyclingpapier ist mit Lieferzeiten von bis zu 10 Wochen zu rechnen. Aber nicht nur Lieferfristen sind problematisch, sondern auch der Preisanstieg einzelner Produkte, die zwischen 30 und 50% liegen. Bleibt zu hoffen, dass Berlins Verwaltung nicht wegen Papier- oder Umschlagsmangel zum Erliegen kommt. Gut Ding braucht Weil. Aber muss die Planung von Radschnellwegen wirklich so langsam gehen? Beim Bau von Radschnellwegen drosselt der Senat jetzt das Tempo. Nur 6 der ursprünglich vorgesehenen 10 Trassen können wegen Personalmangel weiter geplant werden. Die landeseigene Gesellschaft InfraVelo teilte am Mittwoch mit, dass es 2022 und 2023 an keiner der 6 geplanten Trassen einen Baubeginn geben wird. Wann es mit den weiteren 3 auf Eis gelegten Routen planerisch weitergeht, bleibt offen. Mit einem ersten Baubeginn rechnet man nun im Jahre 2026. Die Fertigstellung ginge dann in Richtung 2030. Mit anderen Worten, der Bau von Radschnellwegen in Berlin dauert wesentlich länger als der Bau einer Autofabrik in Brandenburg. Nichts rollt in Berlin, titelte eine Zeitung, eben Berlin, von wegen Mobilitätswende. Mobil war neulich auch der Milliardär Elon Musk in der Stadt unterwegs. Er soll in mehreren Techno-Szene-Clubs wie dem KitKat Club und später im Sisyphus gesichtet worden sein. Mit Häme wird berichtet, er sei nicht ins Berghain gekommen und dort am Türsteher gescheitert. Merke, vor Gericht, auf hoher See und vorm Türsteher sind wir alle in Gottes Hand. Da helfen noch nicht mal Milliarden. Heute wird in Frankreich gewählt. Mit Spannung erwarten wir das Ergebnis. Spannend ist auch ein kleines französisches Lokal in der Mommsenstraße 42 mit dem nicht französisch klingenden Namen Joints Kitchen, über das eine Zeitung schrieb. Joints Kitchen steht für seinen klaren, deftigen Kochstil im Brasserie-Kneipenambiente. Nicht zu hochgestochen, aber fundiert und klassisch geprägt. Und eine andere beschrieb das Restaurant mit den Worten: Ein sympathisches Restaurant, mit dem ich das Entdecktwerden nur, dem ich das Entdecktwerden nur wünschen kann. Im Joints gibt es wunderbar zubereitete französische Hausmannskost, die Leib und Seele wärmt und fantastisch schmeckt. Die aktuelle Speisekarte bietet zum Beispiel als Vorspeisen Rinder-Tatar oder Hummer-Bisque, als Hauptspeisen Entenkeule, Tagliatelle mit Trüffel, Lachs oder zweierlei vom Schwein. Als Nachtisch locken japanischer Käsekuchen, Vanilleeis mit Kiefernzapfen oder französische Käseauswahl. Das Dreigangmenü gibt es für 38 Euro, 6 Gänge für 75 Euro. Das 2020 von Gaude Millau empfohlene Restaurant hat dienstags bis samstags von 17:30 bis 24 Uhr geöffnet, Mommsenstraße 42. Ansonsten wünsche ich eine gesunde und sonnige Woche.